Hallo liebe Tieftonliebhaber, in dieser neuen Reihe von kurzen Videos geht es, wie der Titel auch schon sagt, um Grooves. Ich spiele einfach kurze Fragmente, Riffs, Licks oder Basslinien, was mir eben einfällt und wovon ich denke, dass auch andere etwas davon haben. Und dann erzähle ich einfach ein bisschen was dazu und erkläre kurz, was ich da mache und wie du es am besten üben kannst. Und das können manchmal komplizierte Sachen sein oder auch manchmal ganz einfache, von allem etwas. Ich hoffe, dich damit ein bisschen zu inspirieren. Also bitte nimm diese Sachen und diese Basslinien und mach daraus deine eigenen Variationen, deine eigenen Versionen. Kopier sie, spiel sie nach, mach deine eigene Musik damit. Los geht's mit dem ersten Groove. Okay, was ich hier mache, ist eigentlich ganz einfach. Ich spiele nur zwei Akkorde, und zwar D-Dur und G-Dur. Und dann spiele ich auf beiden Akkorden genau das Gleiche. Und was dem Ganzen eben ein bisschen mehr Charakter und diese Spannung mitgibt, ist das abgedämpfte Spielen. Und das habe ich zum ersten Mal vor langer Zeit bei Richard Bohner gesehen und habe mir das einfach abgeguckt. Und ich habe das gar nicht richtig ausgecheckt, sondern einfach nur den Sound nachgemacht. Und um das nachzumachen, legst du einfach den Handballen hinten an der Brücke auf die Saiten und dämpfst sie ein bisschen ab. Nicht zu viel, denn du willst ja noch definierte Töne hören. Probier mal selber ein bisschen durch Verschieben deiner Hand, wo es bei dir am besten klingt. Dann spielst du die Saiten eigentlich ein bisschen wie bei einer klassischen Gitarre, mit dem Daumen und dem Zeiger und dem Mittelfinger. Und ich dämpfe bei diesem Groove auch nicht alle Saiten ab, denn die Terz oder die Dezime, die ich stets nach dem Grundton spiele, klingt normal. Da berühren meine Finger nicht die Saiten und ich lasse sie frei klingen. Und jetzt siehst du, dass ich die Saiten für die Dead Notes abwechselnd mit dem Daumen und dem Zeigefinger spiele. Ich verteile den Groove quasi über die Saiten. Und wie genau du die Dead Notes verteilst, ist eigentlich egal. Hier spiele ich die eine Note mit dem Zeigefinger und ist es echt eine Dead Note? Wenn ich diese Note allerdings mit dem Daumen auf der anderen Seite spiele, dann bekommt sie direkt mehr Ton. Das sind nur kleine Details, aber man nimmt den Unterschied wahr. Das Witzige ist, dass ich es ganz anders, viel einfacher spiele, wenn ich es mit der normalen Spieltechnik spiele und nicht abgedämpft. Denn dann rutsche ich für die Dead Notes einfach nur einmal über die Saiten. Aber dann fehlt mir irgendwie dieser mysteriöse, dumpfere Sound. Aber zum Üben des Grooves ist das vielleicht erstmal ganz gut, wenn du die abgedämpfte Technik noch zu ungewohnt findest. Okay, wichtig ist, dass du diesen Groove auch im Inneren sozusagen gleichmäßig spielst. Dass du den einzelnen Noten ihre richtige Länge gibst. Also, dass dein Mikro-Timing stimmt. Oft spielt man solche Triller nämlich zu schnell. Aber du hörst, im richtigen, relaxten Timing klingt es viel besser.
Gleiche gilt auch für die Dead Notes. Alles schön im 16-Raster. Und übt das vor allem erst langsam. Was noch wichtig für diese Spieltechnik, fürs abgedämpfte Spielen ist, ist, dass du dir deine eigenen Übungen und deine eigenen Variationen ausdenkst. Deine Finger müssen sich erst an diese neue Haltung und an die Bewegung gewöhnen. Also spiel einzelne Teile dieses Grooves oder auch andere Ideen erstmal einzeln und mach dir Übungen daraus. Zum Beispiel den Wechselschlag zwischen Daumen und Zeigefinger erstmal auf einer Seite. Oder auch über zwei Seiten. Oder Akkorde. Oder Arpeggios. Und nach dem Üben dieser einzelnen Teile spielst du wieder den ganzen Groove. Okay, wenn du diesen Groove dann spielen kannst, dann spielst du einfach genau das gleiche, was du hier auf D spielst, auf G. Dann wieder auf D. Und auf G. Nochmal auf D. Okay. Und dann, um das Ganze in eine achttaktige Form, also in eine runde Form zu gießen, spiele ich in Takt 7 das gleiche auf Bes und dann in Takt 8 einen Stopp auf A. Und dann kann das Ganze wieder von vorne anfangen. Wenn du dich auf floriansbassunterricht.de anmeldest, dann bekommst du auch das Playalong und kannst du diesen Groove in drei verschiedenen Tempi mit dem Drumloop mitspielen und üben. Von langsam bis schnell. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück bitte den Gefällt mir-Knopf und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!